Sie sind sowas von hier. Aber sowas von. Die Frage ist, warum gehe ich eigentlich auf das Objekt zu? Moinsen und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Halloween-Special. Und zwar spiele ich heute die Demo, den Prolog zu They Are Here. Alien Abduction Horror, also Alien Entführung ist hier mal das Thema. Keine Dämonen, keine Geister. Nein, wir sind ein Reporter, der eine Alien Entführung bezeugen wird oder soll oder hat. Und wir werden jetzt untersuchen, was es damit auf sich hat, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns They Are Here reinziehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Eine Playlist wird es erstmal nicht geben, weil es ist wahrscheinlich gar nicht so lang als Demo. Genau, wir schauen mal rein. Jetzt muss ich Demo oder Prolog machen? Das ist jetzt die große Frage. Ich weiß es gar nicht genau. Ich gehe mal in den Prolog. Der Prolog erzählt die Geschichte des ersten Kontakts mit einem UFO, der 30 Jahre vor den in der Demo-Version gezeigten Ereignissen stattfand. Der Hauptheld ist ein gemeiner Soldat, Michael Anderson. Mr. Anderson, der auf einer Militärbasis in der Nähe vom Bauernhof Gracewood im Dienst ist. Zufälligerweise wird er Zeuge schrecklicher, unerklärlicher Ereignisse. Okay, das scheint doch ein bisschen umfangreicher zu sein. Ich dachte, Prolog und Demo sind ein und dasselbe, aber offensichtlich ist es wohl nicht so. Na gut, dann spielen wir natürlich erstmal den Prolog und dann die Demo. Das haben wir ja dann richtig gemacht, wenn das die Ereignisse 30 Jahre vor der Demo sind. Dann sollten wir das vielleicht erstmal uns angucken, was da passiert ist. Herunterladen. Oh mein Gott, wir müssen es erst runterladen. Nein, alles gut. Delta, this is Alpha. Ein UFO auf dem Radar. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, Scully. Das ist kein Meteor, liebe Freunde. Definitiv nicht. Stellen Sie sich mal vor. Die stellen sich einfach... Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist das Unvorstellbare. Unverständliches Geräusch. Ich habe starke Störungen. Ich bin auch stark gestört. Wir sollen identifizieren. Okay, wir sind das Eingreifteam anscheinend, oder? Wer ist dem Objekt am nächsten? Na toll, Mr. Anderson ist dem Objekt am nächsten und wir sind Mr. Anderson. Das kann ja was werden. Da bin ich mal gespannt. Dann müssen wir uns jetzt da angucken, was da jetzt runtergekommen ist. Oh shit. Oh Gott. Oh, das ist sowas, ey. Oh, jawohl. Herrlich. Und das an Halloween. Und ihr habt gedacht, hier kommt kein Horror auf dem Kanal. Habt ihr euch aber gewaltig geschnitten, meine lieben Freunde. This is Base. The object has landed. Your task is to identify the object without contact. What? Okay. Ich soll es nicht kontaktieren, oder was? Das Objekt. Na toll. Ja, Alien-Entführung, meine lieben Freunde. Okay. Alien-Entführung, meine lieben Freunde. Das ist ja schon so ein Thema, was mich auch irgendwie interessiert. Aber keine Sorge, das interessiert mich eigentlich nur aus so einer Neugier heraus. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie daran glauben würde oder so. Ich finde es einfach faszinierend, welche Geschichten sich da teilweise darum ranken und auch, was das alles schon auch inspiriert hat, diese Alien-Entführungsmythen an Filmen und an allem Möglichen auch. Okay, der Hubschrauber hat schon die Spur aufgenommen, alles klar. Kann ich eigentlich rennen? Ja, da so ein bisschen. Also für einen Soldaten ist er aber jetzt nicht gerade besonders schnell.
Kann ich mich selber sehen? Nein, ich kann mich nicht selber sehen. Das ist alleine schon wieder gruselig, dass ich mich nicht selber sehen kann. Ich bin wahrscheinlich selber ein Alien. Bin wahrscheinlich selber gar nicht da. Das ist immer der Twist am Ende. Ich bin eigentlich tot. So, okay, wir rennen mal so ein bisschen hinter dem Chopper hinterher. Vielleicht schaffen wir es ja noch in den Demo-Part auch reinzugucken, auf jeden Fall. Also atmosphärisch ist es ja schon auch, ne? Die Grafik könnte vielleicht eine Idee besser sein. Da bin ich jetzt auch ein bisschen verwöhnt von Ark Ascended natürlich mit der Unreal Engine 5 Grafik. Und das hier ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen schlechter irgendwie. Aber es sieht trotzdem stimmig aus. Sie haben so ein bisschen so einen Video-Effekt drüber gemacht. Genau, inspiriert ist das Ganze von Akte X, von Science, von dem Mel Gibson Film da, von natürlich den ganzen unheimlichen Begegnungen der dritten Art, alles was mit Alien-Entführung zu tun hat. Das ist bestimmt so ein Slenderman-Ding jetzt. Und nachher stalken die mich im Wald, ich sag's euch. Das fängt jetzt so harmlos an mit, geh mal in den Wald rein und guck mal, was da ist. Und nachher werde ich gestalkt. Bestimmt ist das sowas. Ich rechne schon damit, dass hinter jedem Baum gleich einer steht. Ohne Spaß. Wenn die abgestürzt sind, die Aliens, dann wird es mich nicht wundern, wenn die schon so ein bisschen rausgekommen sind aus ihrem Wrack. Ja, das ist bei manchen Alien-Stories auch tatsächlich so, dass man erhöhte Strahlenwerte immer in der Nähe von diesen angeblichen Sichtungsstellen gefunden hat. Ich komme leider nicht so richtig zu Wort irgendwie. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei solchen Spielen. Da wird ständig immer unterbrochen. Was? Ich soll mich davon fernhalten. Ja, ich glaube, wenn da erhöhte Strahlung ist, möchte ich da auch nicht damit kuscheln so richtig. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Aber ja, erhöhte Strahlenwerte. Ich glaube, es gab auch mal diesen einen UFO-Vorfall in diesem Rendlesham Forest. In Großbritannien, auch in der Nähe von so einer Militärbasis. Ich glaube, davon ist das möglicherweise auch so ein bisschen inspiriert hier gerade. Und da war auch, glaube ich, erhöhte Strahlung im Spiel auch. Oh, das klingt nicht so gut. Sie singen. Er sagt, die Sonne sei aufgegangen in der Nacht und sie habe gesungen zu ihm. Was, Protokoll? Ja, das sieht nicht ganz so gut aus, würde ich sagen. Wow. Kann man das als feindlichen Akt bezeichnen? Schon, oder? Okay, jetzt ist auch viel dunkler. Okay, jetzt ist es ein Horrorspiel. Es war gerade eben noch eine Idee zu hell. Und ich wollte mich schon beschweren, von wegen, es ist zu hell. Aber tatsächlich... Was ist jetzt eigentlich mein Protokoll? Das ist jetzt so eine Frage. Und warum springt dieser Punkt eigentlich... Da die ganze... Oh nein, ich habe eine Nachtsicht. Okay, sowas ist ganz übel. Das ist fast noch schlimmer, als wenn keine Nachtsicht an ist, ey. Ohne Witz. Sowas hasse ich ja so wahnsinnig, ey. Okay, das ist wie Outlast jetzt. Vom Gameplay. Was zum Teufel? Das klingt statisch. Ich werde aber nicht verfolgt, oder? Das ist bestimmt so eine Mischung aus Outlast und Slenderman. Wo du dann irgendwie von so einem Alien gestalkt wirst.
Alien-Entführungsstories sind auf jeden Fall immer sehr spannend, finde ich. Weil die werden immer, je mehr Details man darüber erfährt, immer abgespaceder, immer im wahrsten Sinne des Wortes. Und oft finde ich das einfach sehr faszinierend, wie abgespaced die dann einfach werden. Also da gab es zum Beispiel mal irgendwie eine, wo irgendeine Frau aus einem New Yorker Apartment entführt wurde. Oh. Ein Wildtier mit Pusteln. Schwarze Pusteln und Tentakeln. Okay, es ist ein japanisches Alien. Was? Es sind japanische Aliens, glaube ich. Die stehen auf Tentakeln. Warte mal, hier muss ich, glaube ich, irgendwie hoch. Kann das sein? Kann ich hier hochspringen, zufällig? Wow! My dear friends, look at this. Nice, sie sind hier, meine lieben Freunde. Sie sind hier. Mach mal die Nachtsicht aus. Sie sind sowas von hier. Aber sowas von. Die Frage ist, warum gehe ich eigentlich auf das Objekt zu? Sie sind hier, meine lieben Freunde, sie sind hier. Soll ich da runtergehen? Oh Gott, da ist alles dunkel da unten. Okay, ich mache die Nachtsicht wieder an jetzt. Das sieht aber nicht aus, als wäre es abgestürzt. Das sieht ganz schön intakt noch aus eigentlich. Dafür, dass es angeblich gecrashed sein soll. Okay, wir schauen mal, was das Raumschiff mit uns vorhat. Boah, der Bass ist aber schon ganz schön übel auch. Aber meistens machen die gar keine Geräusche tatsächlich. Meistens sind die Dinger eher geräuschlos laut den Beschreibungen tatsächlich. Also dieses Dröhnen, halten sie die rechte Maustaste gedrückt, um zu zoomen, okay. Sie sind hier, meine lieben Freunde, sie sind hier. Sind sowas von hier. Warte mal, ich will wieder rauszoomen. Ach so, ich habe ja die Kamera, stimmt. Warte mal, ich will wieder zurück, genau. Oh, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Da ist er gewesen. Nehmt mich mit. Hier ist alles scheiße hier unten. Oh Gott. Was? Ist er noch da? Ist er noch da? Oh Gott, jetzt macht das Raumschiff das Licht aus. Ich weiß ja nicht, ob ich das so geil finde. Nehmt mich mit, um Gottes Willen. Hier unten ist alles scheiße. Die drehen alle durch auf dem Planeten, auf der Kugel. Die sind alle... Ho! Die sind alle nicht mehr ganz dicht hier. Yo! Sehr gut. Ich glaube, das nenne ich Erfolg. Ich glaube, das ist das, worum es hier geht. Alien-Entführungshorror, meine lieben Freunde. Muhahaha. Und da geht's zum Prolog. In der Vollversion des Spiels erfahren Sie, wie die Ereignisse des Prologs mit dem Bauernhof Greyswood und der Geschichte von Taylor Fox zusammenhängen. Taylor Fox? Fox Mulder. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu. Nein, ich gehe zurück zum Menü und gehe in die Demo rein, meine lieben Freunde. Die Demo. Auf der Greyswood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Ein Maisfeld wie in Science. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Das ist wie bei Science, da ist der Hund auch verrückt geworden. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Wie bei Science tatsächlich. Da ist ein Monster vor meinem Fenster, kann ich ein Glas Wasser haben? Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Wie bei Science. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalistin Taylor Fox reist zur Greyswood Farm, um einen Fotobericht für die Lokalzeitung zu drehen. Was, einen Fotobericht zu drehen? Okay. Nennt man das? Sagt man das so? Das ist irgendwie komisch. Kann das sein, dass es komisch übersetzt ist? Okay. Wir sind jetzt die Journalistin. Wir sind Taylor Fox. Taylor Fox könnte aber auch so ein Name von so einer Darstellerin aus so einem ganz anderen Genre sein, irgendwie. Ohne Witz. Triangel. Linke Maustaste gedrückt halten, um ein Foto aufzunehmen. Gedrückt halten. Dies ist ein großartiges Material für die Fotostory. Okay, nehmen.
Das ist eine Triangel. Naja, obwohl es ist aber nicht. Es sind eigentlich nur drei Lichter. Es wirkt ein bisschen wie so ein Triangel. Da gab es ja mal war das Texas? So eine Sichtung, wo so Lichter sich dreieckig in so Dreiecksformationen bewegt haben. Und was irgendwie viele tausend Leute auch gesehen haben, irgendwie. Ich glaube, es war Texas. Sherman's House. Haben wir eine Nachtsicht? Nee. Haben wir eine Kamera? Ich habe einen Zoom, aber ich habe keine Kamera. Okay. Na, dann gehen wir mal da lang, wo es hell ist. Oh, mein Bildschirm will sich ausschalten. Das ist der wahre Horror, meine lieben Freunde. Der Habeck-Modus an meinem Zweitbildschirm. Das ist der viel schlimmere Horror, ich sag's euch. Der Energiesparmodus. Genau im falschen Moment, wenn das Alien um die Ecke kommt. Ja, definitiv mit dem Maisfeld. Das ist sowas von seinsmäßig. Kuckuck. Hello, hello. Wer knackt? Ein alter Knacker ist im Busch. Ich guck gerade mal, ob hier irgendwelche Spuren schon sind. Aber normalerweise die Aliens machen oder hinterlassen eigentlich keine Spuren, glaube ich. Das Haus untersuchen soll ich. Okay. Mach mal die Tür zu. Also, Tür zu, hallo. Oh Gott, nee, das ist so eine Mechanik, ey, wo du die Türen so komisch zuschwingen musst mit der Maus. Na, das kann ja. Ich kann die nicht mal richtig zumachen. Super. Fängt ja gut an, ey. Okay, was haben wir hier? Ein altes Telefon. Das ist ein altes Tastentelefon, ey. Sowas habe ich auch mal benutzt noch. Das ist Festnetz halt. Was haben wir hier? Sie sind hier. Mystery Sky Objekt. Himmelsobjekt. Achso, da kann ich da drüben lesen. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Was? Kornkreise? Man müsste es richtig rumdrehen. Extraterrestrische Hypothesen. Da ist ja richtig ein Text, ey. Wenn ich mich anstrenge, könnte ich den sogar lesen. Oder kann ich den irgendwie. Okay, nee, schade. Down to Earth Approach to Alien Visitors. Einfach mal auf dem Boden bleiben, genau. Sehr schön. Na gut. Milch. Jetzt müsste man mal gucken, wie alt die Milch ist. Mal aus dem Fenster gucken. Bestimmt steht gleich irgendwie Jumpscare-mäßig einer hinter mir, ich sag's euch. Oder die Lichter fangen an zu flackern oder so. Irgendwas passiert gleich bestimmt. Okay, da ist zu. Was ist denn im Kühlschrank drin? Ah, das sind Bilder. Das ist die Familie auf dem Foto. Mitglieder der Sherman-Familie. Okay, was haben wir hier? Ja, die haben gerne mal die Natur erkundet. Ja, gut, wie gesagt, Alien-Entführung ist ja schon ziemlich spannend, wie gesagt. Also, da gibt es ja so wahnsinnig verschiedene Storys. Um auch mal zurückzukommen auf die Story mit der Frau, die aus dem Apartment entführt wurde. Angeblich, muss man ja sagen, ja. Das ist insofern witzig gewesen. Es soll angeblich für New York zumindest ein paar wenige Zeugen dafür gegeben haben. Zu wenig Zeugen für New York, muss man sagen. Irgendwie eine Handvoll. Also die wurde nachts aus einem New Yorker Apartment aus der Innenstadt irgendwie entführt. Und das war wohl, es hätten mehr Leute sehen müssen. Und die Leute, die es gesehen haben, waren zufälligerweise Freunde und Verwandte. Ja, gut. Zufall, ne? Alles Zufall natürlich. Und angeblich zwei Bodyguards von irgend so einem UN-Mitarbeiter, die sich aber dann irgendwie als Stalker herausgestellt haben, hinterher. Das war irgendwie auch seltsam. Also, jo, okay. Da hat aber einer gutes Material abgeliefert. Nicht schlecht. Immer mal auch ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Aliens haben mich schon auf dem Kieker. Ich weiß nicht, ob es besser ist, die Türen offen zu lassen oder zuzumachen. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich nehme mal an, hochtechnisierte Technologie-Aliens, die irgendwo vom Weltall ganz weit wegkommen, die werden kein Problem damit haben, mich aus einem verschlossenen Raum heraus zu entführen. Genau, was gibt es noch so für geile Alien-Entführungsfilme? Der hier mit Christopher Walken, Kommunion. Der war sehr abgespaced. Also, was heißt abgespaced? Der war sehr schräg. Der war echt so ein bisschen weird, tatsächlich. Von diesem Ridley Schreiber, oder wie der heißt, dieser Autor, der darüber geschrieben hat, wie er entführt wurde. Der Schreiber hat sich bei Walken darüber beschwert,
dass er ihn zu seltsam darstellt, so dass er verrückt drüber kommt. Und Walken hat einfach nur geantwortet, wem der Schuh passt, zieht man ihn an. Sehr schön, ja. Okay, gucken wir uns mal an, was hier noch so ist. Kindertagebuch des Farmers. Sticker, ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text, heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge. Aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt und plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit 4 blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnerte mich an 3 Außerirdische mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen. Zu werden. Okay, das ist eine Google Translate Übersetzung, definitiv. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. That's what she said. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und 2 kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Implantate wahrscheinlich. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Found in my old diary. How could I forget this? I saw the aliens. Ja, okay, das ist dasselbe, okay. Genau, da hat das nochmal illustriert hier. Nicht schlecht. Huch. Achso, das muss ich knipsografieren, okay. Ja, toll, das sieht man ja gar nicht. Dies ist ein großartiges Material. Ja, man sieht. Man sieht überhaupt nichts. Nee, warte mal. Vergrößern, bitte. War nochmal. Ja, okay. Ist egal. Sie ist die beste Fotojournalistin aller Zeiten, wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier gedrucktes Foto. Ein Foto aus dem Internet. Oh ja, das Internet lügt auch nie, wenn es um Aliens geht, definitiv. War auch ein geiler Film, habe ich irgendwie vor einer Weile geguckt. Da ging es um die Hintergrundgeschichte, so rum. Um das Machen. Das Deutsch-Update ist wieder, hängt wieder. Um die Entstehung hinter diesem Alien-Autopsie-Video mit diesem falschen Telefon im Hintergrund und so, dieses Schwarz-Weiß-Video. Wie die das gemacht haben. Es war sehr lustig. Es war mehr so eine Komödie eigentlich. Der Film war sehr lustig. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Leider schon wieder vergessen. Genau. Ein Foto aus dem Internet. Genau. Das sieht unheimlich aus. Genau, natürlich. Ja, die kennt man aber auch, diese Fotos. Das sind wirklich Fotos aus dem Internet. Ich schwöre. Das kennt man auch hier. Das soll angeblich eins der Roswell-Aliens zeigen. Das kenne ich nicht. Wird mich aber auch nicht wundern, wenn das ein oder andere sogar ein Screenshot aus Akte X ist oder so. Ohne Spaß, ne? Das könnte aus dem Spiel selber sein, vielleicht? Ja, und das ist typisches nichtssagendes Foto aus dem Internet, ja. Typisches, was man heutzutage auch überhaupt nicht leicht selber herstellen kann, ohne dass man sogar ein Fotoapparat dafür braucht. Und da machen die Aliens eine Dance-Party anscheinend. Was haben wir hier? Notizen. Zettel des Farmers. Genau, was auch noch ein cooler Entführungsfilm war, das war Fire in the Sky. Oder Feuer am Himmel heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Über diesen Travis Walton Entführungsfall, das war auch cool. Das ist dieser Film mit den Joe Biden Aliens. Zettel des Farmers. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen, also Greys, genau. Das sind die kleinen grauen, was, die kleinen grünen Männchen? Nein, die sind grau. Meine Güte, nochmal, sind nicht grün. Von wegen kleine grüne Männchen. Hohe, unheimliche, also sind keine, genau, das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange, dünne Gliedmaßen, ihre Stimme ist, was, ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Was? Alles beginnt mit grellem Licht am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen den...
Was? Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen. Ich sollte vielleicht sagen, ich nehme das nachts auf. Und ich bin schon ein bisschen durch. Schon ein bisschen müde. Deswegen, es klappt nicht mehr so richtig mit dem Lesen jetzt. Ich bin eigentlich schon mit einer Gehirnhälfte im Bett. Und die Tiere beginnen zu rasen. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Ach was. Das ist eine Gedächtnislücke? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Als sie das Bewusstsein wieder erlangten, fanden sie sich anderswo wieder. Zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße, mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Ereignisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar. Was? Palpation? Was soll denn eine Palpation sein? Ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Okay. Ja, gut. Will sie das nicht mitnehmen? Ist es nicht irgendwie Beweismaterial oder so? Keine Ahnung. Oder wenigstens abfotografieren. Weißt du, dieses komische Tagebuch, das hat sie völlig unkenntlich abfotografiert. Und das hier, das ist ihr egal oder was? Toll. Hab ich eigentlich die Tür zugemacht? Das habe ich schon wieder vergessen. Okay, meine Instant Alzheimer sorgt auch dafür, dass es für euch besonders lustig bleibt wieder. Da hat einer ein Präservativ in den Schrank geworfen. Waren es die Aliens? Kuckuck. So, hier ist noch eine Tür. Das ist bestimmt das Kinderzimmer. Oh ja. Sowas von. Herrlich. Okay. Das ist eh schon immer gruselig. Ein verlassenes Kinderzimmer. Okay. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Will ich die Rückseite sehen? Oh nein. Die fiesen Schweine-Aliens haben den Hund umgebracht. Na toll. Will ich mit den Aliens Kontakt aufnehmen? Ich habe keinen Bock auf die Aliens. Jetzt schon nicht. Die Mistviecher, die kleinen. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr und das Fenster stand weit offen. Warum hat jetzt der Sound plötzlich so komisch abgebrochen? Und das Fenster stand... Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Okay. Auf dem Foto... Wow, was? Okay. Sie kommen. Wow, heilige Scheiße. Okay, das war... wollt ihr mir jetzt echt erzählen? F drücken, um die Flaschenlampe... Oh, nee. Die Flaschenlampe, nicht euer Ernst. Na, das kann ja was werden. Warte mal, ich war hier noch nicht fertig. Die können doch jetzt noch nicht kommen. Bestimmt höre ich hier am Babyfon jetzt gleich was. Allen Anschein nach gehörte es dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Das wäre jetzt hier wie bei dem Babyfon von Science mit dem Knacken und Geräusche machen. Können wir nicht einen Deal machen? Ihr nehmt mich einfach mit und dann habe ich hier Spaß. Okay, das ist aber schon... Warum machen die Aliens das so auf diese Art und Weise? Das habe ich mich schon immer gefragt. Warum kommen die so nachts und schleichen sich einfach ins Haus und nehmen einen einfach mit? Das ist übrigens eigentlich Schlafparalyse, glaube ich, diese ganze Geschichte mit diesen Entführungsdings. Das ist das, worauf es am ehesten hindeutet, dass die Leute einfach... Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Also das ist eindeutig keine Schlafparalyse, würde ich sagen, was wir hier haben. Muss ich jetzt mich verstecken oder was muss ich machen? Also ich meine, die haben doch schon längst eine Ahnung, dass ich hier bin oder nicht. Also ich meine, die haben doch Sensoren und... Warum machen die solche... Ich weiß, dass die normalerweise immer... mit Gedankenübertragung arbeiten. Das sagen zumindest immer diese ganzen Entführungsopfer.
Die sagen alle, dass das immer irgendwie mit, dass die in ihre Gedanken reinsprechen immer. Also von daher, wenn die wissen, dass ich hier bin, dann würden die das, glaube ich, sogar eher spüren, dass ich hier bin. Ich könnte mich da, glaube ich, gar nicht verstecken, aber egal. Ich gehe mal raus. Hat ja alles keinen Sinn. Das ist alles scheiße hier, ey. Wisst ihr was, ihr Aliens seid einfach alle scheiße. Okay, die haben den Stuhl umgeschmissen. Hier ist jetzt offen, okay. Schön die statische Rauschen am Fernseher. Sowas ist auch immer hässlich, ey. Warte mal. Wir müssen, glaube ich, uns immer noch hier das Zeug angucken. Fotos von toten Tieren sind wahrscheinlich von der Gracewood Farm. Das sind aber auch Originalbilder, glaube ich, tatsächlich. Ohne Witz. Also ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich habe die, glaube ich, schon, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema auch schon ein bisschen beschäftigt und ich glaube, manche von den Bildern habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Wer hatte nicht schon mal einen Jucken am Hinterkopf gehabt? Die Antwort ist einfach, die Entführung. Natürlich ist es immer die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnere ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Diese Geräusche machen mir ehrlich gesagt gerade Kopfschmerzen. Kein Wunder, dass man da Migräne bekommt. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Ugh. Na, das ist ja mal eklig. Ugh. Eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. In einem Zettel behauptet Peter Sherman, ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr herausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen. Na, wenn ich das nehme, das ist doch bestimmt ein Ortungsgerät, wenn überhaupt. Und wenn ich das jetzt mitnehme, dann werde ich geortet, bestimmt. Dann kommen sie zu mir. Ja, super. Das wollen wir doch. Kann ich hier eigentlich irgendwas aufmachen oder so? Nee. Kann ich nicht. Na gut, die werden dann aber Augen machen, wenn sie nicht den finden, den sie eigentlich erwartet haben, ne? Was denn? Oh, da war er. Habt das gesehen? Nehmt mich mit. Ich will zu euch. Auf der Erde sind alle bescheuert. Rechte Maustaste gedrückt halten, um genauer zu betrachten. Oh. Ups. Das ist wohl mein Auto. Tut mir leid, Entschuldigung, ich wollte keinen Krach machen. Super, 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 nicht schlecht. Da haben sie mich tatsächlich zum Auto laufen. Oh, ich soll laufen? Ich laufe. Das blendet mich ganz schön. Einsteigen? Okay, ich hab's geschafft. Ich bin nicht entführt worden. Einsteigen und wegfahren. Das klappt nicht. Ja, das war klar. Oh mein Gott. Das ist aber groß. Laut. Oh mein Gott. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Nicht schlecht. Oh. Hallo. Nicht schlecht. Das Begrüßungskomitee. Ja! ja.
Demo. In der Vollversion des Spiels finden Sie ein großes Territorium der Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte der Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Ich dachte mir, ich wollte euch nicht ohne einen kleinen Bonus hier in Halloween entlassen. Ich hatte jetzt keine Zeit irgendwie für sowas wie Outlast oder so. Das wäre jetzt zu viel gewesen, aber ich habe immerhin das hier mal gemacht. Jetzt, wenn ihr das feiert, wenn ihr vielleicht auch die komplette Version davon sehen möchtet, dann, wenn sie mal raus ist irgendwann, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es das hier erstmal an der Stelle mit Sie sind hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr im Epic Store Spiele kaufen wollt, dann könnt ihr das übrigens mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE machen. Da wird es für euch nicht teurer. Ihr könnt aber damit mir einen prozentualen Anteil am Kaufpreis zukommen lassen. Das ist ja nett, wenn ihr das macht. Vielen lieben Dank, dass ihr das macht, wenn ihr das macht. Und ihr könnt auch gerne in die anderen Videos reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Und dann bin ich jetzt raus. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.